Versionsverlauf. Versionsverlauf ist eine Dienstleistung von Microsoft Office, welche mit zwei Sachen zusammenhängt. Erstens, automatisches Speichern sollte aktiviert sein und beim automatischen Speichern, wir speichern das in Cloud. Das ist relativ wichtig. Beziehungsweise, das ist wichtig. Wir speichern das in Cloud und automatisches Speichern ist aktiviert. Ich erkenne das auch an Symbolen. Da gibt es ein Recycling-Zeichen auf der Diskette. Und was noch wichtig ist, wenn ich bei Dokumentation, bei Datei, Name schaue, dann steht es gespeichert. Und es gibt Pfeil. Wenn ich auf den Pfeil klicke, dann sehe ich, unter welchem Namen gespeichert ist, wo ist das gespeichert. Und ich habe Versionsverlauf, Zugriff auf Versionsverlauf hier. Ich sehe auch hier sein Symbolzeichen, aber das ist natürlich etwas, was ich mir individuell eingeblendet habe. Standardmäßig sind bei Kurzbefehlen keine Schaltflächen für Versionsverlauf da. Wenn ich draufklicke, dann sehe ich die Veränderungen und ich kann die Versionen öffnen. Das ist, ja, da kann man das nachschauen, wie war der Zustand gestern um 14 Uhr. Das sind die zwei Varianten, welche ich gespeichert habe. Zack. Das gleiche, da habe ich Zugriff bei Informationen. Da steht es auch. Komme auf das gleiche. Und jetzt die Datei, welche ich hier habe, ist relativ frisch, ist relativ neu. Mal schauen, wie wird das sein in anderen Dokumenten, welche ein bisschen längere Geschichte haben. Ich gehe ebenfalls auf Versionsverlauf und hier haben wir es. Das sind jeweils Varianten, welche immer wieder gespeichert worden sind. Und so kann man überprüfen eigentlich, was wann und von wem gemacht worden ist. All das erlaubt uns Versionsverlauf. Bedienung ist Speichern Cloud oder auf zentralen Laufwerk. Und automatisches Speichern ist aktiviert. Vielen Dank.